Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Uni hier und herzlich willkommen zum nächsten God of War Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute geht's weiter mit der nächsten Folge. Diese Folge, die ihr gerade seht, ist am selben Tag aufgenommen worden wie die letzte Folge, die ihr am Freitag gesehen habt, Leute. Also, ich kann noch nicht auf die Kommentare eingehen, werde es aber nach diesem Video definitiv tun und dann die Sachen verbessern, die wir verbessern können. Wir haben gerade 4000 XP-Punkte. Und ja, Freunde, wir machen heute weiter mit der nächsten Folge, Alter. Es hat so Bock gemacht, die letzte Folge, würde ich sagen. Jetzt geht's los. Okay, das war's mal wieder komplett. So, Leute, wir haben letztes Mal genau hier aufgehört. Wir sind ja in diesen neuen Bereich gekommen. Und hier geht es ganz nach oben und wir müssen diesen Weg bewältigen. Ah, Digga, den dürfen wir nicht aufwecken, das steht da gleich auf. Okay, ich glaube, es erwartet uns ein kleines, schönes Rätsel. So, warte mal. Also bevor ich hier irgendwie weiterlaufe, mache ich erstmal diese ganzen Dinger kaputt hier. Man weiß ja nie, ne? Also, wir haben hier verschiedene Bereiche. Wir haben hier einmal unseren... Ah, vielleicht hätten wir das nicht nehmen sollen. Vielleicht erst nehmen, wenn wir das auch wieder brauchen. Also hier können wir definitiv nicht rein. Ja, das sind jetzt so Bereiche, wo man erst rein kann, wenn man dieses... Irgendwie muss ich die Kralle aktivieren lassen. Ja, ja, diese Kralle da, okay. Also es geht eindeutig um dieses Ding da, das aussieht wie so eine Heckschere. Die müssen wir irgendwo aktivieren. Die Frage ist nur, wo. Wir werden jetzt alles nach und nach absuchen. Vielleicht ist ja sogar schon das hier. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Die Kralle auf der Seite. Und wenn wir das lösen können... Sehr gut. Eieieieiei. Steckt unter dem Felsen fest. Das war leichtsinnig. Ich weiß. Tut mir leid. Hm. Viel zu lernen, du noch hast. So. Die Kette lösen. Sitzt fest. Oh nein. Aber vielleicht kommen wir dadurch nach oben. Nachdem wir, weißt schon, die da los sind. Okay, let's go. Jetzt gibt es erstmal eine schöne Fight-Sequenz. Öni gegen alle, komm her! Wow, wow! Okay, der ist ja übermotiviert. Digga, der gibt mir einen Schlag, ich bin fast tot! Digga, willst du mich verarschen? Zack, 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 zack! Boah, bam, 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 bam! Und wenn wir diesen Rage-Modus machen, dann kriegen wir auch immer Leben dazu, Leute. Das habt ihr mir auch in die Kommentare geschrieben. Guckt euch mal jetzt unser Leben an, schon viel besser als gerade, oder? Zack, zack! Bam! Atreus muss uns auch ein bisschen helfen, wir müssen mehr Viereck drücken. Hier haben wir noch Leben, was wir aufheben können. Oha, schön gekontert, den haben wir schon mal. Digga, was macht der da auf dem Stein, dieser Hund, Alter? Kleiner Jadakopf, haben wir. Eins, zwei und drei. Oha, das juckt den einfach gar nicht. Schieß drauf, sehr stark, sehr stark. Und jetzt, bam, Junge. Das war diese geile Kombi, die ist so feier, Mann, Leute. Die ist so heftig. Oha, da kommt noch jemand. Oha, oha, von da ganz oben. So, den haben wir auch. Okay, immer wenn wir XP bekommen, haben wir, gelangen sie zum Fähigkeitenmenü. Ja, das werden wir beim nächsten Mal verbessern. Deshalb schreibt es mir in diese Folge unbedingt rein, Leute, was ich verbessern soll. Was euch wichtig ist. Okay. Wir schauen jetzt erstmal. Also wir haben da eine Höhle. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Also wir müssen das auf jeden Fall davon lösen, weil es da dran festklebt. Aber dennoch will ich mich hier ein bisschen umschauen. Digga, was zur Hölle ist das denn? Ich glaube, die Riesen haben nicht nur in dem Berg geschürft, sondern hier gelebt. Okay. So, warte mal, vielleicht haben wir hier noch irgendwo eine Kiste oder sowas. Ey, ich bin jetzt richtiger Kistenhunter geworden. Aha, hier haben wir doch wieder was gefunden, Alter. Guck. Wer sucht, der findet, Leute. Sei dies gemerkt. Okay. So, wir schauen jetzt mal. Da haben wir schon mal zum Beispiel noch Leben, was wir nehmen können. Die ist so direkt wieder voll, Alter. Guck, wie wichtig. Ja, Vater. Das ist lustig. Wieso? In einer Handschrift steht hier nur Jötner. Und in einer anderen und auch Zwerge. Schreiben wir auch was? Nein. Okay. Na, ich glaube, es geht hier weiter, wo die Gegner hergekommen sind. Ja. Scheint so. Ah, hab ich schon gefragt, wer die Drogar im Berg geweckt hat. War ja klar. Ach, Digga, der ist schon wieder hier. Ach, jetzt sind wir... Hä, wo sind wir denn jetzt hier gelandet, Alter?
Warte mal. Wir gucken mal, vielleicht können wir hier was Neues bei ihm kaufen. Also wir haben 7406 Hacksilber, Hacksilber und 4300 XP-Punkte. Ja, das kostet alles ein bisschen viel. Deshalb, Leute, das machen wir in Ruhe bei der nächsten Folge. Schreibt mir rein, was wichtig ist. Armrüstung verbessern, neue kaufen. Oder ob wir hier die Axt, das können wir eh nicht machen, aber ihr wisst, was ich meine. Zauber, ob wir Zauber kaufen sollen. Hier gibt es Zauber, Runenkraft erhöht um 3, Glück erhöht um 5 und so weiter. Was davon ist wichtig? Schreibt es mir rein, damit wir das auch alles in Ruhe machen können. So, da geht es auf jeden Fall rüber. Digga, es scheint aber noch voll dunkel zu sein, denke ich. Findet ihr nicht auch? Aber ich finde, es sieht extrem dunkel aus hier. Ach, guck mal, da gibt es auch noch einen Weg wieder. Digga, Wege über Wege. Vielleicht kommen wir jetzt zu einer Kiste oder so. Wir schauen mal. Ah, guck mal, da haben wir schon mal eine schöne Kiste gefunden. Machen wir etwa das hier. Und öffnen diese kleine Truhe hier, die wir am Start haben. Also, ich versuche alles mitzunehmen, Leute. Ihr seht, Achse, war richtig viel Achse, oder? Ah, das war jetzt überflüssig, weil wir haben ja schon das Leben. Und da ist sogar noch die andere Kiste. Guck mal hier. Wir haben einfach eine Kiste kaputt gemacht und die hat uns zwei besorgt. Wie geil ist das denn? Also eine, um unter diesen Unterrang dazu kommen. Richtig geil, Alter. So. Fester Smart-Stahl-Symbol des Mordes. Was stand da? Mordes? Keine Ahnung, habe ich nicht genau gesehen. So, also hier wird's. Noch mehr fallen. Oha. Da ist ein Tunnel, aber für dich zu eng. Geh du. Mach ich. Digga, guck mal, was das für Fallen sind, Alter. Die waren doch direkt tot. Okay. Ah, ist eigentlich total easy, Leute. Ich schwör's dir, ist total easy. Das ist alles easy. Alles easy wie easy. Erstmal gucken. Jetzt müssen wir, glaube ich, wieder am Anfang sein bei dem Typen, oder? Ja. Okay. Habt ihr den Alchemisten auch? Also, hier sind wir hergekommen. So. Ach, hier ist unser Sohn ist ja so schnell wieder hergekommen. Oh mein Gott. Hat die mich gerade erschrocken. Es ist ein Berg. Groß. Digga, was ist das denn? Hallo? Schade. Okay, also das wird wahrscheinlich der Weg dann sein. Und da müssen wir mal lang. Das ist ganz easy, Leute. Ich zeige euch mal, wie. Lag. Oh. Hä? Okay. Oh, fuck, 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 fuck. Hä? Warte mal, warum ging denn das andere nicht auf? Das habe ich mich gerade gefragt, Leute. Guck mal. Ah, okay, okay, okay. Meine Schuld, war mein Fehler. Mann, 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 Mann. Okay, wir gehen jetzt dahin. So, dann kommt das hier so. Dann müssen wir hier rüber. Und da durch. So. Oha, was hat das zu bedeuten? Da ist was, was wir reinwerfen können. Ja, ganz easy. Ich hoffe, die Tür geht jetzt nicht wieder. Oha, fuck. Schnell alles kaputt machen, bevor die uns da angreifen, Leute. Oha, wie hat der denn? Aha, was machst du jetzt? Was machst du jetzt, hä? Was machst du jetzt, hä? Na, da können wir nicht rein. So, erstmal jetzt hier in Ruhe umschauen. Oh, was ist das denn, Alter? Was ist das denn, Leute? Ekelhaft. Oha, der ist übermotiviert. Schieß drauf, schieß drauf. 1, 2, 3 und bam. Bam. Digga, guck mal. Wen haben wir? Du scheiß Vieh, Alter. Komm her, ey. Wow. Was so? Ach, da über uns. Hab ich gar nicht gesehen. Das sind die schwachen Gegner, die wir mit drei Schlägen umbringen können. Jawohl, der ist weg. Die scheiß kleine Vierig. Ich glaube, das muss unser Sohn gleich abballern. Was ist das für ein Tier, Alter? Eine Eidechse? Draugler Explosiv. Ah, das waren die der uns gerade angegriffen hat. So, also hier können wir auf jeden Fall hoch. Erstmal in Ruhe umschauen. Da oben haben wir einen Kristall, den wir zum Leuchten bringen können. Ich kann ihn bewegen. Kannst du ihn bewegen? Er sieht schwer aus. Ich kann ihn bewegen. Ah. Hallo? Ah, okay. Ich glaube, den können wir verschieben. Ich verstehe. Digga. Scheiß Eidechse, Alter. Da haben wir schon mal Leben gefunden. So, wir schauen uns erstmal hier in Ruhe um, Leute, damit wir auch nichts übersehen. Gestorben. Ja.
Justa! Justa Gusta! Also hier ist definitiv nix. Ne, hier ist nix. Okay. Ich glaube, den können wir gar nicht töten, Alter. So wie das immer schnell wegrennt, ey. So. Also müssen das Ding verschieben. Dann können wir erstmal in die Tür hier rechts rein. Und das war's. Der Wagen hängt noch an. Das sehe ich. Fertig. Ja, fertig. Das ging ja easy, Alter. So, da können wir, glaube ich, dann hoch. Aber ich denke mal, wir können davor erstmal noch in diese eine Tür rein, die wir gerade aufgemacht haben. Da sind bestimmt auch noch ein paar coole Sachen. So. Easy. So, und jetzt gehen wir erstmal in diese Tür rein, die wir geöffnet haben. Und da haben wir auch noch was Schönes drin liegen. Vielleicht wieder ein Artefakt oder sowas. Hoch die Tasten. Ja, wir haben 2 von 6 Bechern gefunden. So. Hallo, der soll noch klettern. So. Jetzt können wir da hin. Ja, super. Jetzt habe ich das vielleicht ein bisschen zu weit geschoben. Mama mia. Ich habe gedacht, das wird jetzt keinen Unterschied machen, ob ich das jetzt ganz ans Ende schiebe oder nicht ganz ans Ende schiebe, Leute. Seid mal ehrlich. So. Okay, jetzt können wir jetzt hier hoch. Ah, das Spiel macht Bock, Alter. Das macht Laune, definitiv. So, okay, was haben wir? Man merkt wirklich, dass die sich da jahrelang mit befasst haben und so eine Mühe da investiert haben in das Game. Das ist einfach so. Okay, da geht's schon mal nicht weiter. Das heißt, sie müssen hier lang und boom! Kommt alle her! Ich habe keine Angst vor euch. Und jetzt erschrecke ich mich gleich des Todes. So kennt man Ernähr, Alter. Vielleicht kommt da irgend so ein Monster um die Ecke. Kaputt. Lass sie zurück. Wozu sind die gut? Es ist irgendwas Besonderes daran. Das spüre ich. Das spüre ich wie ein Jedi-Ritter. Okay. Ah, okay, jetzt können wir das andere Ding da... Ja, super. Aber bleibt das auch oben? Das ist hier die Frage. Deshalb chillen wir erstmal noch kurz. Lass uns erstmal in Ruhe überlegen. Okay, da können wir wieder zurück. Hier haben wir auch noch was. Das werfe ich mal lieber runter. Nee, nee, nee. Ah, ich verstehe. Alles easy, Leute. Alles easy. Also wir können jetzt entweder da runter, wo wir gerade die Kette runtergeschmissen haben, oder wir können jetzt hier und rechts wieder raus. Weil die Türe war ja vorhin auch... Hier waren wir ja schon, genau. Hier mussten wir gewesen sein. Aber da oben sehe ich noch eine Kiste, Alter. Und was haben wir da? Und wie könnten wir denn da am besten hoch? Guck mal, was haben wir noch hier Schönes, Leute? Ja, wie kriege ich diese... Ja, hier oben. Zack. So, hier habe ich noch eine schöne Brücke am Start. Oh, fuck. Justa. Justa. Gustav. Mein Ohr ist gerade am Jucken. Eieieiei. So. Überall schön umsehen, Leute. Damit wir auch bloß nichts verpassen. Digga. Bereit, Junge. Oha. Ein Level 4er. Draugur, Draugur, Draugur. Bam, ich krieg erstmal ein paar Bomben. So, der ist eingefroren. 1, 2, 3 und 4. So. 1, 2, 3 und 4. Bam, bam und 4. Zack. Digga, viel er geschluckt hat. Alter, nicht mehr normal. Da ist noch einer. Wow. Kriegt der Torpedo-Boost, Alter. Du hast gesehen. Und ein Schlag, du bist weg. So, immer wenn wir XP erhalten, haben wir das geschafft. Let's go. Nein, 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 noch nicht runter. Noch nicht runter, ey. Komm runter, bitte. Digga, was denn mit der Krähe da drin? Ein. Oha, da gibt es 52 Stück von. Aber da drüben war ja die Kiste und die können wir uns jetzt besorgen, Leute. Zack. Und rüber. Ach du Scheiße. Oh nein. Nicht, dass der den noch aufweckt. Zack, zack. 2, 3. Justa. Da ist noch ein zweiter. Und boom. Den haben wir schon mal. Den anderen packen wir uns jetzt. Zack, frieren wir den erstmal ein. Kriegt ein paar Bomben. Bam, 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 bam. Das ist ja voll geil, ne? Wusste ich gar nicht. Wenn die eingefroren sind, dann kann man die ja voll schnell töten eigentlich, ne?
So, okay, jetzt sind wir auf jeden Fall auf der anderen Seite. Wo ist Gustav? Ich hör mal, Gustav! Ich bin bereit! So, okay. Lauter altes Zeug. Und jetzt haben wir die Kiste hier. Jawoll, Alter. Jawoll, Skipodolski. Hab ich doch gesagt, Leute. Das ist der richtige Weg. Ich höre die ganze Zeit hier irgendwelche Geräusche, irgendwelche Stimmen und so weiter. Was haben wir hier Schönes? Hüftrüstung. Robuste Rüstung begünstigt Abklingzeit. So, die macht unsere Abwehr plus 15. Okay, das ist krass. Abwehr plus 15 ist, da würde ich sagen, nehmen wir die auch direkt. Digga, Abwehr plus 15 ist echt stabil, Alter. Da kann man sich nicht beschweren. Okay, jetzt haben wir hier auch alles. Und jetzt können wir runter und das Ding da durchschieben. Aber ich höre die ganze Zeit noch so aktive Musik. Heißt das irgendwie, wir sind noch Gegner? Oder was soll uns diese Musik vermitteln? Das weiß ich leider nicht. So, Leute. Ja, das macht schon Bock, oder? Was sagt ihr, Leute? Ich finde halt schade, dass solche Spiele, erste Folge schauen die 50.000 Leute an und dann am Ende nur noch zwischen 15.000 bis 20.000, Alter. Das finde ich echt schade. Ich habe gedacht, das Spiel wird ein bisschen mehr abgehen bei euch auch. So, ich habe das jetzt nicht nur gebracht, weil es abgeht oder sonst was, aber natürlich sollen die Spiele ja auch gut ankommen bei euch. Sie sollen Klicks machen. Das ist natürlich auch wichtig für mich. Ne? Weil ihr wisst ja, ich lebe von YouTube und das ist einfach die Wahrheit. So, okay. Jetzt ist die Sache, wie wir das genau jetzt hier machen. Also. Wir müssen das Seil aus dem Chaos befreien, das du da oben angerichtet hast, Junge. Vielleicht kommen wir ja durch den geöffneten Gang darauf. Wird sich zeigen. Ja, warte mal, was hat jetzt die Scheiße gebracht? Warte mal, wir gucken mal, wenn wir das bewegen, was hier genau passiert. Das ist keine so gute Idee. Das Seil könnte reißen. Okay, wir müssen diesen Stein da. Seht ihr das? Diesen Stein. Okay. Was ist das denn hier, Leute? Für eine Türe. Junge, Junge, das sind Türen. Ah. Verborgene Kammern. Ziemlich gut verschlossen. 3 von 7. Ja, super, verschlossen. Korrekt. Okay. Ja, jetzt ist die Frage, was wir genau machen müssen. Ich denke mal schon, dass wir da hoch müssen und dann diesen Stein davon befreien. Ah, fuck, wir haben jetzt aber das Ding ja nicht runtergeschmissen. Das war ein bisschen blöd. Aber egal, wir können hier... Ah, nee. Ah, ich verstehe. Okay. Das Ding war gar nicht da, um es durchzuschieben, Leute. Es war da, um eine Brücke quasi zu erstellen, damit wir rüber auf die andere Seite können, sehe ich gerade. Habe ich gerade aus Zufall gesehen. So, wir schieben das jetzt hier nämlich zurück. Gut, jetzt kommen wir an den Felsen. So. Ja, hätten wir gar nicht bewegen brauchen, Leute, ne? Ganz ehrlich. Ey, jetzt habe ich das... Mann! Oh, das finde ich ein bisschen abfuck, Alter. Dass man das immer wirklich haargenau da platzieren muss, damit man da auch hin kann. So, stopp. Das sollte jetzt reichen. So, let's go. Er ist da vorne. Und da ist noch eine Kiste erstmal schön. Zauber, Kisten sind immer super, Peter. Was ist denn da drin? Falkenflug. Runenbeschwörung. Beschwört. Okay, gucken wir uns das mal an. Falkenflug. Das macht Schaden. Bringt halt mehr Runen, aber... Nee. Wir lassen Zorn des Wolfes. So, wir können die einzelnen Sachen natürlich verbessern. Da seid ihr gefragt, Leute. Zum 10. Mal. Da müsst ihr dann einfach in die Kommentare schreiben. Dann machen wir dieses Seil hier runter. Ich verstehe nicht, warum der direkt dann immer runter geht, ne? Ich trete das doch nur runter. Der soll mal chillen. Immer wieder direkt runter, der tolle Peter. Der sieht schwer aus. So. Der sieht schwer aus und der Vater macht ihn mit einem Finger. Bruder, was für eine Kraft der Kratos hat, ne? Stell dir vor, ihr hättet so viel Kraft. Was ist das denn, Alter? Guck mal, wie viel Kraft er hat. Kreis, 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 Kreis. Können wir sich anstrengen? Digga. Geschafft! Jetzt bekommen wir das Seilrad in Gang und schaffen es nach oben. Das war ja easy, Leute. Einen Weg finden, aufzusteigen. So, let's go. Vielleicht müssen wir jetzt das Ding nach vorne schieben. Konzentrieren, Junge. Oh mein Gott! Was ist das denn? Das ist Jarnfotter. Ah, ja, ja. Jarnfotter. Digga, was soll ich gegen den Thunfisch? Bam. Bam. Der Jarnfotter. Digga, wie greift man zum Beispiel solche Bestien am besten an, ne?
Wow. Er ist übermotiviert. Das ist der Jan Potter. Guck mal, ich kann die ganze Zeit nur schmeißen, aber das bringt ja nicht viel, Leute. Das bringt echt nicht viel. Wow. Vielleicht machen wir mal den Rage-Modus. Vielleicht bringt der was ein bisschen gegen den. Klack, klack. Jawohl, der bringt was. Der bringt echt was. Bam, der kann nichts machen, Leute. Guck mal, wie der sein Leben. Bam. Guck mal, der kann nichts machen, Alter. Okay, jetzt kann er wieder was machen. Jawohl, wir haben ihn schon, Alter. Was? Drücke. Bam, und jetzt nochmal R2. Bam, Junge. Nochmal auf seinen Kopf, links, rechts. Bam. Oh, fuck, er schmeißt uns runter. Der Jan Fotter. Ja, verpiss dich, Alter. Wow, fuck, der verbrennt uns hier. Komm. Unser Sohn muss auf ihn draufschießen. Wow. Oh nein, die ganzen Drauger hier rechts, Alter. Die sind gar nicht gut. Eieieiei. So. Bam in deine Fresse. 1, 2 und hinter mir ist noch jemand. Fuck. Scheiße, Alter. Genau da, wo ich werfen wollte. Leben. Wow. Bam. Und Nummer 3. Zack. Okay, haben wir. Wow. Der Drauger. Jan Fotter. Futze. Eieieiei. Der Jan Fotter. Stop. Er ist eingefroren und du bist tot, mein Lieber. Ciao. Ja, wenn ich jetzt einmal noch Rage-Modus habe, kann ich ihn noch machen jetzt? Ja, ne? Jawohl. Und das ist dein Ende. Das ist dein Ende, mein Lieber. Das ist dein Ende, Jan Fotter. Du fucking dir. Und bam, Junge. Junge, der nimmt den komplett auseinander. Woom. Kratos hat mal kurz. Boah, und der kriegt auch nochmal meinen. Puh, guck mal, der ihn gekickt hat. Zurück zum Rad. Digga, dieser Zornmodus, der ist so krass, ne? Oh, was haben wir denn hier Schönes? Da haben wir nämlich einmal unmögliches Material, dem der Zorn der Flammen und die Härte des Eises innen wohnen. Sie wird durch mächtige Kämpfe erzeugt. Damit kann die Leviant-Axt verbessert werden. Ah, Frostflamme, korrekt. Das ist eine Frostflamme, habe ich gerade erst gesehen. Korrekt, Alter. Dicke Frostflamme haben wir bekommen. Das heißt, wir können unsere Axt verbessern. Ein zerstörerischer Angriff mit einer. Wir gucken mal hier, der Fluch macht Schaden. Nee, Mann, Alter, das kannst du vergessen. Der andere ist viel besser. Digga, warum finden wir immer nur so Scheißsachen, die uns eigentlich kaum was bringen, Leute? Ist echt bescheuert, Mann. Wir sollten aber vielleicht. So, Leute, jetzt machen wir es erstmal so. Warte mal, wo sind wir hergekommen? Damit wir nochmal. Ah, fuck, ich glaube, es gibt keinen Rückweg mehr, ne? Scheiße, hätten wir unsere Axt direkt verbessern können. Oder wo war der Typ? Wisst ihr das noch, wo der war? Ich glaube, der war hinter der Tür gewesen. Funktioniert. Okay. Wir haben die Kralle. Ja, und jetzt? Was soll ich mit der Kralle tun? Moment. Die Frage ist, was wir jetzt machen müssen, Leute. Das ist die Frage hier. Ah, okay, ich verstehe. Wir müssen das Ding dazwischen tun, damit die Kralle das packt. Und damit die nicht wieder nach oben geht. 100%. Warte, warte. Ich würde gerne wissen, wo der eine Typ gewesen ist, Leute, Mann. Damit wir unsere Axt direkt verbessern können. Meint ihr, der war hier? Nee, es ist der Weg zurück. Digga. Dieses scheiß Vieh, ne? Das regt mich irgendwie richtig auf. Ich weiß nicht, woher das herkommt. So. Also müssen das erstmal da hinschieben, ganz easy. Und dann mit der Kralle musst du das zuschnappen und dann geht's nach oben. Also so kann ich mir das nur vorstellen, halt. Was anderes ergibt einfach absolut gar keinen Sinn. So, okay, das haben wir erledigt. Und jetzt kommt die Kralle wieder runter, Peter. Und dann kommt der Rillekopf, wisst? Okay, so, guck mal, jetzt ganz easy. Jetzt wieder, es funktioniert. Gustav. So, Kralle, schnapp dir dieses fette Stein. Es passt. Das ist perfekt. Hey, warte auf uns. Oha. Und jetzt? Hä?
Hä? Na, das checke ich jetzt aber nicht so ganz, Leute. Wir müssen da irgendwie mit nach oben. Ne? Ja, aber wie? Meint ihr, das bringt was, da jetzt drauf zu schießen? Mit dem Licht? Ah, können... Ah. Ja, okay, das habe ich... Das wusste ich nicht, dass wir das doch noch so befestigen können. Habe ich ehrlich gesagt nicht mehr gewusst. Was ist das denn nochmal hier? Wir müssen nicht gehen. Wir finden es bestimmt raus. Ah, okay. Komm, also wir gehen nochmal zurück hier, damit wir unsere Axt verbessern können. Weil der Typ war ja direkt hier. Der war ja nicht weit weg, oder? War der weit weg? Der müsste doch eigentlich direkt hier gewesen sein, oder? Warte, wo war er denn? Ja, wenn er zu weit weg ist, dann... War der nicht hier unten? Hä, hey, komm, machen das am nächsten Schmied einfach. Ich weiß nicht genau, wo der war. Ich will jetzt auch nicht zu lange zurückrennen hier. Das sollte schon auf jeden Fall so passen. Stell dir vor, es geht die Tür nicht mehr auf. Ich will mich totlachen, Alter. Guck mal, das sind immer so Kleinigkeiten, ne? Die Tür muss auch aufgehen. Das muss passieren. So. Das ist halt diese Sache, ey. So, jetzt easy da hoch. Nein. Ey, Digga. Was macht der da? Manchmal checke ich das nicht, ne? Guck mal, ich drücke Kreis und nach oben. Und hat das andere ausgewählt. So, jetzt. Easy going und Dreieck. Was geht los? Festhalten. Ob das bis ganz nach oben geht? Das wird sich bald zeigen. Ich hätte so Schiss, dass das auf einmal die Kralle das loslässt und man runterfällt. Boah, es geht jetzt irgendwas ganz nach oben. Ist seltsam da oben. Wieso? Man sieht doch gar nichts. Denke nicht an das, was eventuell sein könnte. Wie hoch es geht, Leute, ne? Konzentriere dich auf das, was ist. Und sei wachsam. Jawohl. Digga, wie hoch das geht, seid mal ehrlich. Das sind jetzt locker schon 300 Meter oder so. Nicht der Gipfel, aber näher dran. Was erinnert mich an Until Dawn irgendwie? Seid mal ehrlich, an diese Minen. Hey, die ist nicht kaputt. Da steht was. Ein Gebet der Riesen. Sie bitten ihre Vorfahren, über sie zu wachen. Sie heimzuführen. Junge. Warte. Ich glaube, ich weiß, wie das geht. Schau. Oha. Das ist krass. Was hast du geschrieben? Sie sollen Mutter beschützen. Wachen sie über uns auf dem Weg nach oben? Das tun sie, mein Sohn. Das tun sie. Es ist ein langer Weg. Komm, Junge, es ist ein langer Weg. Ich wäre auch gern Synchronsprecher, ey. Ich hoffe, irgendwann wird sich die Gelegenheit ergeben, dass ich mal die Möglichkeit habe, Synchronsprecher zu werden. Aber wie sollen diese Leute auf mich aufmerksam werden? Vielleicht hat einer von euch Kontakt. Boah, was ist das denn, Alter? So. Gustav. Gustav. Ah, das ist das Ding, wo wir gerade runtergekommen sind. Ah, ich verstehe. Vielleicht liegt da immer noch eine Kiste, ne? Man weiß ja nicht. Aber da haben wir schon mal ein klitzekleines Problemchen. Und zwar... Der Tunnel, Junge. Kapiert. Vorsichtig. Mehr prüfen. Ist unser Sohn schon durch? Boah, das hat echt eine Sache mit Timing zu tun. Okay, 1, 2 und 3. Für mich zumindest. Boah. Ach, und der meint doch zu unserem Sohn, glaube ich, Tunnel gerade, okay. Ja, das finde ich geil, Mann, weil... Oha, was ist das denn? Das gibt's doch nicht. Das hilft uns nicht. Oha. Wir sehen uns drüben. Digga, was soll ich denn jetzt hier machen? Erstmal gucken, was hier so abgeht, Alter. So, hier können wir uns ja eh nicht treffen. Wir gehen mal Schritt für Schritt immer weiter hier. Sei bereit. Draugar, als ob die jetzt hier kommen, Alter. Fuck. Eieiei.
So, aufpassen, nicht, dass wir uns jetzt angreifen. Da oben. So, den haben wir. Okay, jetzt müssen wir ganz schnell dahin. Und das stoppen irgendwie. Schneller, schneller. Jawohl. Ah, da ist doch eine Kiste drauf, korrekt? Korrekt, da ist eine Kiste, die ich gesucht habe. Wir haben eine Kiste. Optimal, wenn ich mal sagen. Oh, das ist sehr gut. Was haben wir da drin? Robuste Rüstung begünstigt. Okay, guck mal hier. Die macht Stärke minus 17, Abwehr alles plus 18. Aber warum Stärke minus 17? Das verstehe ich nicht, Leute. So, was ist daran der Vorteil, wenn ich das jetzt nehmen würde, wenn mir das Stärke minus 17 macht, so? Deshalb schreibt mir das alles mal bitte in die Kommentare rein. Damit ich den auch richtig ausrüste und nicht falsch oder sonst irgendwas, ne? Das ist für mich ganz, ganz wichtig, Leute. Ganz, ganz wichtig. Noch ein Minenaufzug. Vielleicht kommen wir doch schneller. So, hier haben wir nichts drin. Bam! Okay, also müssen wir wohl hier... Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Ah, der hat das nur aufgehalten, weil das so schwer war, der Stein. Oder auch nicht. Sind wir noch zu schwer? Ja, wir sind bestimmt noch zu schwer. Deshalb müssen alle Steine beseitigt werden, Leute. Ja, am Dienstag bin ich wieder zurück bei mir in Düsseldorf. Dann werden die Folgen von zu Hause aufgenommen sein. Und dann kann ich auch auf eure Kommentare wieder besser eingehen, weil jetzt sind beide Videos vorproduziert. Was glaubst du, wie weit wir dann sehen können? Bis zum See, zur Weltenschlange, zum Haus? Das sehen wir, wenn wir dort sind. Bis dahin. Wachsam bleiben. Auf dem Gipfel des Berges. Leute, war schon mal jemand von euch auf dem Mount Everest drauf? Hat den jetzt schon jemand erklommen? Atreus. Alles gut. Hab nur kurz das Gleichgewicht verloren. Ich würde den lieber festhalten. Mit jemandem, der so stark ist, machst du dir echt viele Sorgen. So komme ich gut zurecht und sichere unser Überleben. Mag sein. So zu leben macht aber nicht viel Spaß. Digga. Direkt hinter dir. Was ist hinter mir? Oha! Draugar, wow! Er ist da nicht motiviert. Zack, zack, zack! Boom, komm Atreus, draufschießen. 1, 2, 3 und... Oha! Bam, kriegst du den Konter hier, den kriegst du von mir und... Oha! Der ist ja richtig motiviert, Alter. Der ist ja richtig motiviert, der Hund. Digga, der schluckt ja und... Hallo, was ist los mit dem? Willst du mal... Ich glaube, der will das mal bekommen hier, Alter. Digga, der schluckt übertrieben viel, der Typ, ne? Deshalb... Hier, was hältst du hier vor, zu schlucken? Wir müssen ja unser Leben aufladen. Jetzt habe ich das gemacht, Leute. Das ist der letzte. Junge, 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 Junge. So, jetzt nochmal schön L2 und Kreis. L1 und Kreis. Hinter dir ein schwerer Draugus. Oh, ein schwerer Draugus. Draugus. Flechter, Prester. No mano mae. No mano mae. Bam, bam und bam. Alle auseinandergenommen. Boom. Boah, mit dem letzten Schlag getroffen. Da, zack. 2 und 3. Bam. Fuck, wir verbrennen, Alter. Nicht gut, nicht gut. Boah, fuck. Digga, wie viele hier auf einmal kommen, ne? Ist ja richtige Draugar-Party, ey. Nein, nein, nein. Ich muss das Leben nehmen. Wow. Leben, Leben. Elaktor Leben hat er schon genommen. Warte. Da ist wieder hinter mir geballert. In deine Fresse rein. Und tschüss. Wie viel Spaß war das? Verstehe. Mehr Sorgen machen. Steigen wir hier aus? Nein, wir stecken fest. Dann habe ich das Gefühl, dass der jetzt runterfällt, Leute. Ja, komm, zeig deine Kraft, deine Beinmuskulatur. Okay. Und es geht weiter nach oben. Immer höher. Weiter müssen wir noch. Ich will höher als der Rest der Welt. Macht uns noch mal jemand an? Garantiert. Oh Mann. Ja, sei jetzt bereit. Ja, wir sind so tief in den Minen, ne? Gegner voraus. Wo? Hier gibt es wirklich viele Draugar. Bam, 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 bam. 2, 3 und stuff, stuff, stuff. Fuck, fuck. Unser Sohn muss schießen. Schieß gleichzeitig, genau so, genau so. Jawohl, jawohl, jawohl. Den packe ich mir auch so. Und den auch, zack. Und der ist weg. Wow, was ist das denn, Alter? Woher kam der denn her? Fuck. Alter. Wir müssen erstmal auf die kleinen Fische, Leute. Erstmal auf die kleinen Fische hier.
Fuck, Alter. Das ist gerade echt eine schwierige Situation hier. Aber dieser Troll scheint alle auch anzugreifen, wie wir. Wow, 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 wow. Alter, renn da weg. Renn da weg. Alter, der ist ja übertrieben am Ausrasten, dieser scheiß Troll. Boah, Junge, wie krass das gemacht worden ist, ne? Schmeiß diesen Hund erstmal in die Fresse. Freck. So, und jetzt komm her. Ich glaube, der braucht gleich Rage-Modus, dieser Lappen, Alter. Zack, zack, zack. Bam. Wow. Wow, wow, wow. Bruder, der zieht durch, ne? Mit dem ist nicht zu spaßen, Alter. Ich mein's ernst. Aber jetzt in meinem Rage-Modus ist auch nicht zu spaßen, Alter. Hier, was denkst du hiervon, ne? Was, Alter? Das ist Kratos Rage-Modus. Digga, das scheint den gar nicht zu jucken irgendwie, Alter, ne? Eieiei. Boah, ich habe keine Ahnung, wie wir den bezwingen sollen, so einfach. Sag mir das mal, Leute. Ich kann ihn zwar so in die Fresse werfen, aber das bringt halt nicht so viel, ne? Das bringt halt... Ich halte mal vielleicht gedrückt. 1, 2 und 3. Boah, fuck. Komm, Atreus, draufschießen. Wow. Fuck. Jawohl, R3. Jawohl, Alter. Jetzt haben wir ihn. Komm her, du Riesenmonkey, Alter. Zack. Er soll direkt die ganzen Gegner auch noch mit wegschmeißen hier, ey. Sind noch welche? Nein. Dann würde ich sagen, das war's, mein Lieber, für dich. Bam. Und nochmal. Bam, in deine Fresse. Boah, Junge, wie geil diese Animationen sind, ne, Leute, ey. Das sieht zu krass aus. Zack, 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 zack. 1, 2. Oha, okay, ich würde sagen 1, 2, 3 und der war schon weg. 1, 2, 3 und boom. Jawohl. Alle bekommen und dickes Leben. Und der Troll hat uns auch noch was gegeben. So. Was haben wir? Hacksilber bekommen, sie Bohnen der Beharrlichkeit. Boah. Gleich zurück sein. Junge, 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 Leute, ey. Was eine Stelle. Wieder auf einmal drehe ich mich um, ist da so ein Riesentroll. Habt ihr das gesehen? Das ist schon krass auf einmal. Und so, wir halten die Folge auf jeden Fall wieder 45 Minuten. Keine Sorge. Ich hoffe, das war's jetzt mal langsam mit denen. Wir sind noch... Oh, fuck, wir sind jetzt ganz oben, ey. Glaube ich. Digga, wer hat das denn alles hier gebaut, ey? Wenn wir Mutters Asche verstreut haben. Was dann? Was kommt als nächstes? Dann tun wir nur eines. Wir kehren heim. Das war's? Das Abenteuer ist vorbei? Fürs Erste. Aber wir haben viel zu tun. Du hast recht gehabt, auf dem Boot, nachdem der letzte Baum gefällt war. Du sagtest, etwas hätte sich verändert. So ist es. Und unser Heim ist nicht mehr sicher. Aber das wird es wieder sein. Und wir müssen deine Ausbildung fortsetzen. Okay. Er muss in Vaters Fußstapfen treten. Boah, wir sind, glaube ich, ganz oben gleich angekommen. Fuck, den Rest müssen wir, glaube ich, selber erklimmen. Wir sind fast auf dem Gipfel. Nichts kann uns jetzt noch... Ja, da. Nichts kann uns jetzt noch und dann kommt da so ein Salamander, Alter. Ja, klar. Was zur Hölle ist das denn? Bitte nicht gegen den kämpfen noch, Alter. Oh, nein. Konzentrier dich. Das ist Azalerien. Wie heißt der? Digga, der sieht so krass aus, ne? Oh, Gott. Schlag einfach seine scheiß Hand hier, Alter. Jawohl, seine scheiß Hand mach mal einfach kaputt. Zack, zack, auf seine Hazalerien-Hand. Was? Als ob, was geht denn hier ab zur Hölle? Richtig in die Fresse. Digga, das ist so ein richtiger Salamander, Alter. Was ist das denn für ein Monster, ey? Jawohl, er soll verschwinden. Eieieiei. Er zieht uns mit. Aber diese Animation, Leute, ich will gar nicht wissen, was das für eine Arbeit ist. Verdammte heiliger Bimbam, ey. Puh, das war heftig. Halt. Oh, oh, was ist das denn? Wow, was war das? Was war das denn, ey? Irgend so eine Kugel kam da. Kann sein, Yggdrasil-Wurzel sein.
Sie können die Harzhindernisse des Weltenbaums zerstören, indem sie Sprengkristalle mit elektrischer Energie kombinieren. Ah. Drücken Sie Kreis und Sprengkristall auf, sie halten sie. Ah, okay, wie so Granaten, okay. Ah, dann können wir auch jetzt demnächst die ganzen anderen Wege freikriegen. Wahnsinn, dass wir gegen einen Drachen gekämpft haben. Ich habe auf seine Augen gezielt, aber ich bin gestolpert. Richtiger Dragra. Glaubst du, das ist hier zu Hause? Kamen sie her, als die Riesen fort waren? Oder zogen die Riesen... Der Sohn fragt zu viel, ne? Junge, die Luft hier wird ziemlich dünn. Keine Frage mehr. Ah. Boom, das sah geil aus, Mann. Ja, verstehe. So, komm her, du Drache. Wo bist du? Hörst du das? Da schreit irgendjemand. Ja, wer schreit denn da so? Oh, komm, ich bin jetzt schon oh mein Gott. Ich glaube, da ist der Drache, oder? Halt, Junge. In Deckung bleiben. Kannst du so etwas töten? Nur, wenn wir ihn überraschen können. Ich kann ihn ablenken. Surprise, Motherfucker. Was machst du? Wir müssen ihm helfen. Boah, er hat ihn fast geschnappt. Geh nach rechts. Finde eine Stelle. Warte auf mein Zeichen. Danke. Hey, Mistvieh! Digga, guck dir das mal an. Let's go. Was für ein Zeichen, Alter. So, jetzt packe ich ihn hier. Oh, jetzt geht's ab, Leute. Oben drauf. Wow, wow. Bam! Mit der heiligen Axt rein da. Boah, Junge, wie geil das aussieht, ne? Digga, was ist das denn? Wow! Wow, fuck! Boah, er hält einfach sein Maul auf. Digga, wie krass das aussieht, ne? Leichter Angriff. Bam! Bam, schwerer Angriff. Kriegt noch ein paar schwere hinterher. Zack! Bam, und ein paar leichte. Wie kann das sein, dass die leichten fast genauso viel Schaden abziehen wie der schwere? Eieieiei. Der wird noch lange nicht tot sein. Er hat nur so viel Leben gehabt. Und jetzt soll ich gegen den kämpfen, oder was? Nein. Eieiei. Das ist der Hazalerien. Ah, okay, ich sehe schon. Wir brauchen diese Dinger hier. Und bam. Scheiße. Fuck, am besten immer, wenn er nur leuchtet. Immer, wenn er leuchtet, Leute. Oha, es geht hier ab zur Hölle. Na, jetzt hätten wir werfen müssen. Oha, fuck. Eieiei. Jetzt hätten wir werfen müssen, Leute. Digga, was macht der da? So, und jetzt wirf. Jawohl, das hat ihn getroffen. Fuck, das ist echt nicht easy, Leute. Eins, zwei. Jawohl, die haben wir immer gut geworfen. Und jetzt drauf da. Streng. Was soll ich machen? Jawohl, in sein Auge rein, in sein Auge. Bam, 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 bam. Jawohl, jawohl. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh, der kommt immer näher. Hallo, schimmer deine Eier. Hallo, schimmer deine Eier. Geht ab bei dem, Alter. Positionswechsel, oder was? Eieieiei. Wow. Wow. Ja, Digga, wie soll ich das denn blockieren? Und jetzt, komm. Mach Blitzi, mach Blitzi. Oh, fuck. Sag mir mal, wie ich das... Mann. Bringen gar nichts, diese scheiß Sprengkristalle mehr. Irgendwas ist faul. Halten Sie L1 gedrückt, um Stampfwellen zu blockieren. Ah. Ah, okay, okay. L1. Okay, habe ich. Ja, die Sache ist, wie greife ich den jetzt zur Hölle an? Fuck, wie mache ich das, Alter? Wie mache ich das? Ah, fuck, Alter, Leute, wie machen wir das? Das bringt ja gar nichts.
Irgendwas machen wir faul. Gott, er macht immer dasselbe. Immer diesen scheiß Stampfer. Vielleicht müssen wir das genau dann werfen, wenn er diesen Stampfer macht. Digga, der macht... Ey, Digga, ich verstehe das nicht. Die ganze Zeit, ne? Nein, okay. Ey, Digga, ich hätte seine Kralle angreifen müssen vielleicht. Digga, soll ich ihn jetzt auf seine Krallen angreifen? Warte mal, ich check das gerade nicht, ne? Ah, vielleicht hier irgendwas. Damit, das dagegen werfen. Fügen Sie einem... Wie soll ich dem den Schaden hinzufügen? Sie Clown Schaden... Ach so, okay. Ja, okay, jetzt. Zack, zack, jawohl, genau das, okay. Das muss er machen. Fuck, okay, yeah. So, jetzt hat er... Jetzt hat er bestimmt wieder seine elektrischen Dinger da, oder? Komm her, seine scheiß Welle. So. Aber wo zur Hölle? Wie soll man das ausweichen? Kannst du mir erstmal sagen, der zieht uns immer so nah? Digga, Alter, der Typ, ne? Gerade verstehe ich nicht. Hier. Ich glaube, wir sollten hier unten bleiben, damit wir schön... Der muss wieder elektrisch werden irgendwie. Keine Ahnung, aber... Jawohl, jetzt ist er wieder elektrisch. Holy shit, Alter. Okay, da müssen wir aufpassen. Da dürfen wir nicht rein. Nimm mal jetzt die Scheiße hier weg. Jawohl, jetzt wirf. Na, oh, ich hab ihn noch getroffen, Alter. Eieiei, komm. So, jetzt habe ich doch geworfen und ihn getroffen. Jawohl, jetzt habe ich ihn getroffen. Digga, der ist echt stark, Mann. Der ist echt stark, verdammte Scheiße. Ich mache das die ganze Zeit. Okay, perfekt. Perfekt, perfekt. Und dann packe ich mir das und wirf es auf ihn drauf. Ja, wieder ein bisschen zu spät. Fuck, 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 fuck. Hier können wir nicht durch, oder doch können wir? Und jetzt wirf! Jawohl, der müsste gut kommen, der müsste gut kommen. Der kommt perfekt. Jawohl, direkt drauf da, schnell. Schneller, 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 schneller. Warte mal, jetzt vielleicht fügt Rage-Modus. Vielleicht macht das alles schneller. Bam, bam. Ja, Rage-Modus bringt ja gar nichts, Alter. Ich dachte, der wird dann viel mehr abgehen, Mann. Was soll das denn? Egal, es bringt uns wenigstens ein bisschen Leben. So, was hat er jetzt für Attacken vor, Alter? Okay, jetzt will er wieder seine Position wechseln anscheinend. Ach komm, den müssen wir irgendwie besiegen, ey. Wow, okay. Schnell drauf auf seine scheiß Krallen da. Genau so, genau so. Wow. So, was hast du vor, hä? Oh, jetzt kommt eine scheiß Tsunami-Welle. Digga, die bringt dir nichts, die bringt dir nichts. Ah, bam, bam, bam. Komm, er hat nicht mal die Hälfte weg, Alter, Leute, ey. Der hat nicht mal die Hälfte von seinem Leben weg, der Typ, ne? Ja, komm, mach mir deine Tsunami-Welle. Wir kennen sie doch schon, mein Lieber, wir kennen sie doch schon. Zack. So, komm, mach mal wieder eine elektrische Ladung hier. Jawohl, da ist sie doch. Die wollen wir doch sehen. Wow, 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 wow. Aber wo haben wir diese Dinger? Wo haben wir die? Wo haben wir die? Da vorne wieder. Und haben wir dich. Da haben wir dich. Jawohl, Schaden hinzugefügt. Bam. Wieder hinzugefügt. Und drauf da. Schneller, 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 schneller. Komm, Schlag, 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 Schlag. Jawohl, er hat immerhin schon mal die Hälfte weg, Leute. Jetzt verschwindet er wieder. Jetzt verschwindet der. Oder was macht er? Oha. Er will unseren Sohn angreifen. Oh, fuck. Ich habe eine Idee. Mach dich bereit, auf mein Zeichen den Kran herabzulassen. Das ist mir egal. Sei bereit. Eieiei. Was sollen wir... Okay. Ah, fuck, er hat die Welle gemacht. Schnell. Ich glaube zum Schluss, wenn er kaum noch Leben hat, Leute. Boah, fuck, Alter. Wenn er da so einen angreift. Mach deine scheiß Welle hier. Komm, was sagst du hierzu? Oh, fuck.
Digga, wir sind zu nah bei dem, glaube ich. Oh, da macht er die wieder. Boah, diesmal macht er aber eine ganz andere Welle. Eieieiei. Und jetzt wirf auf seinen Kopf. Nein, genau dann zu spät, Alter. Ich fass es nicht. Jawohl, die hat gesessen. Let's go, Leute, let's go. Da liegt noch einer. Schnell nimm die auf. Und jetzt 1, 2 und 3. Haben wir. Fuck. Komm. Eieieiei. Mann. So. Jetzt! Jetzt, Kreis, komm. Boah. Ja, diese Animation, ey, zu krass gemacht, auf jeden Fall, Leute. Ey, da sieht man die ganze Arbeit in dem Game, ey. Oh, oh. Boah. Krankes Ding, Leute. Was sagt ihr dazu, Mann? Diese Kampfsequenzen sind heftig, Alter. Das habe ich bei keinem Spiel noch bisher gesehen, ey. Das ist schon ordentlich am Reinballern, ey. Wow, wir haben es geschafft. Und du? Aber seit Jahrhunderten hat niemand mehr einen Drachen getötet. Nicht seit der Keulung der Lindwürmer. Und ihr habt ihn getötet, und zwar für mich. Du irrst dich. Der Drache kam uns in die Quere, mehr nicht. Streit es ruhig ab, aber ich bin gerettet. Und das verdient eine Belohnung. Was ist das denn? Was ist das? Ah, neue Pfeile. Pfeile, gerade als Heimdall, perfekt austariert. Oh. Danke. Oh. Naja, warte. Ist es nicht. Boah, was ist das denn heute? Hä, wie holt er denn diese Waffe da raus? Hast du meinen Bruder gesehen? Ja, er sagt, du hast kein Talent. Oh, und dass ich schrullig bin? Nein, bestimmt. Dass ich das Aussehen einer Waffe? Nein, den Zweck vorziehe. Dass ich hochnäsig bin? Nein, und verklemmt! Kleinlich! Ich weiß, was er denkt, aber er kann mir nicht mehr. Verbrenn das. Ich habe keine Zeit für sowas. Nein. Warte. Ich habe eine bessere Idee. Was? Ich brauche einen Zahn von dem Drachen. Wofür denn einen Zahn? Dann geben wir dem mal einen Zahn, ey. Und. Klack. Alter. Eieiei. Das muss weh tun. Fass ihn nicht genau. Oh, egal. Oh, wie so das leuchtet, ey. So schrecklich unrein. Oh, wie das stinkt. Perfekt. Das sollte reichen. So, okay. Da geht's da rein, ne? Ich dachte schon, es geht in den Drachen rein. So, Leute, wir machen beim nächsten Mal weiter. Das war's auf jeden Fall von dieser Folge hier. Auf jeden Fall Bock gemacht heute. Schreibt doch mal in die Kommentare rein, was wir alles verbessern sollen. Wir haben jetzt hier 7000 XP und dann noch 19000 von diesem Hacksilber. Also wir können ja so viele Sachen hier verbessern. Das kann man zum Beispiel verbessern. Das braucht aber 9000 Fähigkeiten. Schreibt mal alles rein und liked den Kommentar hoch, damit ich da Bescheid weiß und nichts Falsches ausrüste, Leute. Und ja, dann würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben da auf diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Macht's gut. Haut rein und ciao.